Hallo und herzlich willkommen zu einem Videomodul in der Schiedsrichterausbildung des Volleyballverbandes Berlin e.V. Wir beschäftigen uns heute mit den Regeln 2 und 3 im Volleyball. Dazu gehören Ausführungen zu folgenden Punkten: die Netzhöhe, Beschaffenheit des Netzes, die Seitenbänder und Antennen, die Spielbälle. Die Netzhöhe. An zwei freistehenden Pfosten wird auf Höhe der Mittellinie ein 9,50 m bis 10 m langes Netz gespannt. Die Pfosten, die das Netz halten, befinden sich in einem Abstand von einem halben bis einem Meter außerhalb der Seitenlinien. Sie sind 2,55 m hoch und vorzugsweise verstellbar. Die Pfosten müssen abgerundet und glatt sein. Zu ihrer Befestigung am Boden dürfen keine Spannseile verwendet werden. Alle gefährlichen und behindernden Konstruktionen sind zu vermeiden. Die Pfosten können zum Schutz für die Spielerinnen mit einem Schaumstoff umwickelt sein. Senkrecht über der Mittellinie befindet sich die Oberkante des Netzes mit einer Höhe von 2,24 m für Frauen und 2,43 m für Männer. Je nach Art des Wettbewerbes, zum Beispiel bei Jugend-, Senioren- oder Mixed-Spielen, kann von den benannten Netzhöhen abgewichen werden. Die Höhe wird zuerst in der Mitte des Spielfeldes gemessen. Hier muss die vorgeschriebene Netzhöhe genau eingehalten werden. Die Netzhöhe über den beiden Seitenlinien, die dort gemessen wird, muss jeweils gleich sein und darf, anders als in der Mitte des Netzes, die vorgeschriebene Höhe maximal um 2 cm überschreiten. Aber was heißt das genau? Das Netz ist gut gespannt, wenn es sowohl in der Mitte als auch über den beiden Seitenlinien die vorgeschriebene Höhe hat. Hier 2,24 m für den Spielbetrieb bei Frauen. Es ist ebenfalls regelgerecht, wenn die Netzoberkante über den Seitenlinien jeweils bis zu 2 cm höher ist als in der Mitte. Das Netz hängt dann leicht durch. Es ist nicht mehr regelgerecht, wenn die Netzoberkante zwar über den Seitenlinien die vorgeschriebene Höhe erreicht, aber nicht mehr in der Mitte. Dann hängt das Netz zu stark durch. Ebenfalls nicht mehr regelgerecht ist eine unterschiedliche Höhe der Netzoberkante über den Seitenlinien. Dann ist das Netz schief gespannt. Wenn das Netz an keiner Stelle die vorgeschriebene Höhe erreicht, ist es zu tief gespannt. Die Beschaffenheit des Netzes. Das Netz ist 1 Meter breit und 9,50 Meter bis 10 Meter lang. Es besteht aus quadratischen Maschen von schwarzem Material mit 10 cm Seitenlänge. An seiner Oberkante befindet sich ein waagerechtes, auf 7 cm Breite umgefaltetes weißes Band, dessen Enden mit einem Seil an den Pfosten befestigt und straff gehalten werden. Innerhalb des Bandes verläuft ein flexibles Spannseil, mit dem das Netz an den Pfosten befestigt und seine Oberkante gespannt wird. An der Unterkante befindet sich ein anderes, waagerechtes, 5 cm breites Band mit einem durchgefädeltem Seil. Dieses Seil wird an den Pfosten befestigt und hält den unteren Teil des Netzes straff. Das Netz sollte so straff gespannt sein, dass ein aus kurzer Entfernung in das Netz geworfener Ball ins eigene Feld zurückprallt. Die Seitenbänder und Antennen. Zwei weiße Bänder werden am Netz senkrecht über den Seitenlinien befestigt. Sie sind 5 cm breit, 1 Meter lang und gehören zum Netz. Die Antennen werden an der äußeren Kante jedes Seitenbandes befestigt und sind somit
9 Meter voneinander entfernt. Die oberen 80 cm der Antennen ragen über das Netz hinaus und sind in Abschnitte von je 10 cm in kontrastierenden Farben markiert, vorzugsweise rot und weiß. Die Antennen befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten des Netzes. Diese Vorgabe des Regelwerkes ist dann umgesetzt, wenn die Seitenbänder mit den Antennen von der jeweiligen Position 4 aus angebracht sind. Die Antennen begrenzen seitlich den Überquerungssektor. Kommen wir zu einer Zusammenfassung. Hier seht ihr noch einmal die Netzanlage, wie wir sie in den letzten Minuten durchgesprochen haben, in Gänze. Der Ball. Der Ball muss kugelförmig sein und aus einer weichen Leder- oder Kunstlederhülle bestehen, die eine Blase aus Gummi oder ähnlichem Material enthält. Der Umfang muss 65 bis 67 cm betragen. Der Innendruck liegt bei 0,3 bis 0,325 kg pro Quadratzentimeter oder 4,26 bis 4,61 PSI. Das Gewicht beträgt 260 bis 280 Gramm. Der Ball kann einfarbig und hell oder mit einer Kombination von Farben gestaltet sein. Seit der Saison 2021/2022 ist der Molten Blistertec V5M5000 der Spielball im Spielbetrieb des Volleyballverbandes Berlin e.V. Ab der Regionalliga kommen zurzeit Bälle der Marke Mikasa zum Einsatz. Damit ist dieses Videomodul beendet. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.